Mein Name ist Jochen Vollmer, bin 45 Jahre alt, komme aus dem schönen Dusslingen und mein Hobby ist Rennfahren. Hobby-Rennfahrer. Na gut, den Adrenalin gibt es natürlich einfach, wenn man im fünften Gang austritt, mit knapp 190 durch den Wald fährt und der Waldweg 10 cm breiter ist wie das Auto. Wenn wer da kein Adrenalin hat, der hat es nie mehr. Habe ich, glaube ich, im Blut gehabt. Als Kind am Fahrrad geschraubt, als 13-Jähriger am Mofa geschraubt und gehofft, dass man endlich 15 wird. Und ich glaube, das erste Auto hatte ich mit 16. Natürlich nicht zum Fahren, aber daheim zum Schrauben, zum Richten, bis es dann endlich fertig ist mit 18 dann, ja. Momentan fahre ich eigentlich die nationale Rallyes. Es gibt hier zwei Unterschiede. Einmal nationale, das ist das, was ich fahre, das ist hier im näheren Umkreis. Und das andere ist das, was im Fernsehen kommt, das WRC, das sind die World Rally Cars. Einfach nationale und internationale Trennung, so muss man sagen. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn man Angst hat, dann darf man das nicht mehr machen. Man muss ein bisschen Respekt haben vor dem Ganzen. Aber Angst ist, glaube ich, also ich glaube, in dem Augenblick, wo man Angst hat, kann man nicht mehr schnell fahren. Nee, das darf man, glaube ich, tun. Ich selber habe auch schon also zwei Unfälle gehabt, wo es mich überschlagen hat. Und musste dann auch im Jahr 2015 innerhalb von 4 Wochen ein neues Auto bauen. Also das ist auch schon vorgekommen, ja. Mein größter Erfolg war, dass ich 3 Meisterschaften hintereinander gewonnen habe, 14, 15 und 16. Das war die Baden-Württembergische Meisterschaft, dann im Jahr 2015 die Saarpfalz-Rallye-Meisterschaft und 16 die Baden-Württembergische Rallye-Meisterschaft nochmal. Da sind wir viel gefahren und haben da wirklich viel investiert, Zeit und Geld, um einfach ein gutes, konkurrenzfähiges, zuverlässiges Auto zu haben. Man kann es auf einem ganz günstigen Level betreiben, man kann es auf einem ganz teuren Level betreiben und ich denke, ich habe hier so die goldene Mitte. So ein Auto kann halt einfach innerhalb von einer Sekunde komplett zerstört sein und das hat auch schon viele fast Kopf und Kragen gekostet und vor allem viel Geld. Also das, man darf da keinen Höhenflug bekommen. Schwabe.